Steile Küsten, weißer Sand. Die Luft salzig und frisch. Seefahrer und Handelsorte. Backsteinstädte. Einst reich und mächtig. Zwischen den Belten und Bodden der Ostseeküste. Das Land an der deutschen Ostsee, mal ungebändigt, schroff, dem Meer und seiner Natur überlassen. Dahinter friedlich, eine sanfte Kulturlandschaft, seit Jahrhunderten genutzt wie Wind und Meer von den Menschen dieser Küste. Das Leben, eng an die Ostsee gebunden, sind Traditionen und Kultur gewachsen. In einer Region, die schon zu Kaisers Zeiten als besonders galt. Ihren Geschichten folgend beginnt eine spannende Reise. Über Wasser und Land, entlang der Küste Vorpommerns. Das erste Ziel ist Stralsund, die alte Hansestadt. Von dort führt die Reise nach Rügen. Mit Abstechern zum Kap Arkona, den Kreidefelsen und dem Seebad Binz. Weiter an der Insel Film vorbei, durch den Bodden nach Greifswald. Und schließlich über den Peenestrom binnenwärts zur Sonneninsel Usedom. Mit ihrem Kaiserbad Ahlbeck kurz vor der polnischen Grenze. Eine Reise durch eine der abwechslungsreichsten Landschaften Deutschlands. Gerrit Rümpler und sein Vater Willem kommen aus Nordfriesland. Waschechte Nordseesegler. So weit ostwärts auf dem Baltischen Meer waren sie mit ihrem Boot, der Johanna von Amrum, noch nie unterwegs. Stralsund. Wie eine Insel liegt die Altstadt am Strelasund, der Meerenge zwischen Festland und Rügen. Als Mitglied der Hanse war Stralsund eine der bedeutendsten Städte im Ostseeraum. Hier wurden Pelze, Vieh und Erze umgeschlagen, was der Stadt Reichtum brachte und einen Bauboom auslöste. Gut erhalten gehört der Altstadtkern heute zum UNESCO-Welterbe. In schönster Backsteingotik das Rathaus. Vor mehr als 700 Jahren als Kaufhaus erbaut. Mit 40 Läden und Räumen für den Stadtrat und das Gericht. Ein Durchgang führt direkt zur Kirche der Ratsleute. Auch in ihr wurde Markt gehalten. Nur während der Messe durften die Kaufleute ihr Vieh nicht durch die Kirche treiben. Über 800 Baudenkmale und fast alles Backsteinhäuser. Denn nach dem großen Stadtbrand 1271 durfte nicht mehr mit Holz gebaut werden. Das ist eines der ältesten Häuser. Hier handelte und wohnte ein Kaufmann samt Familie und Gesinde. Schon als Kind wollte Josef Witschisk dieses Haus haben. Und als er es kaufte, war die Fassade das kleinste Problem. So wie das auf den Fotos hier ist, habe ich es übernommen, 1971. Von einem Vorgänger, der angefangen hat, nach einem halben Jahr das Handtuch geschmissen hat. Wenn man sowas gesehen hätte und sich richtig Gedanken gemacht hätte, hätte man weglaufen müssen.
Ich hatte Steine aus dem Abriss, Balken, Bretter, Türen, Beschläge. Das kam hauptsächlich aus dem Abriss. In diesem Haus stecken Materialien von ca. 100 Häusern. Und rangefahren mit der Schubkarre und dem Handwagen. Man nannte mich dann spaßenshalber den wilden Verrückten aus der Frankenstraße. Spaßenshalber, sonst wäre ich böse geworden. Nach 25 Jahren Schufterei war das Dielenhaus fast wieder, wie es mal war. Mit hölzernem Aufzugsrad und Speicherböden. Und ganz nebenbei hatte den Bauherrn eine neue Leidenschaft gepackt. Das Backsteinsammeln. Die Steine wurden erst in Holzform angefertigt, reingepatscht, sagt man. Diese Holzform nennt man eine Patsche. Dann werden sie rausgetragen, luftgetrocknet, 3 bis 7 Wochen. Und dann kommen sie ins Feuer, wo sie gebacken werden. Aber durch das Backen im Feuer ist dann der Begriff Backstein entstanden. Jeder Einzelne steht für eine Geschichte, manche Jahrhunderte alt. Dieser Stein kommt aus Brügge, wurden auf den Segelschiffen mitgebracht als Ballast. Und dann in anderen Hansestädten, wenn sie die verkaufen konnten, verkauft. Ist auch 15. Jahrhundert. Mit Signaturen, Fuß- und Fingerabdrücken oder speziell geformt. Über 450 besondere Steine hat Josef Witschitzk angeschleppt. Also das meiste ist Stralsund, aber auch wenn ich außerhalb gearbeitet habe oder mal eine Stadt besuche, gucke ich auf Schutthaufen. Wenn da ein historischer Stein ist, den nehme ich mit. Der Backsteinsammler hält seine Türen offen. Zu gern erzählt er vom Leben damals in diesem Haus, in dieser Stadt und von gebackenen Steinen. Auch dieses Haus hat ein Privatmann vorm Verfall gerettet. Ein Quereinsteiger. Henry Rasmus, gelernter Marinetechniker. Doch die Wende hatte ihm den Job geraubt. Und dann überlegt man ja, was machst du jetzt? Und da habe ich gesagt, ich mache einfach einen Fischleinlauf. Wo meine Kollegen gesagt haben, jetzt hackt's wohl bei dir. Und ja, wie gesagt, ein Stadthaus hier gekauft. In meiner Arbeitslosenzeit habe ich das selber ausgebaut. Ja, und dann war ich irgendwann, in 97 war ich dann Fischhändler. Und zwar der Einzige, der den echten Bismarck-Hering macht. Erfunden vom Stralsunder Konservenfabrikanten Wiechmann. Der soll sich vom eisernen Kanzler selbst untertänigst die Erlaubnis für den Namen geholt haben. Lorbeer, Pfeffer, Piment und Zwiebeln kommen rein. Und Hering, möglichst aus der Ostsee. Und dann die Garlake. Gekocht wie das Original in diesen Konserven. Das Geheimrezept dafür hat der frisch gebackene Fischhändler von den Urenkelinnen des alten Fabrikanten bekommen. Abends angerufen, die schickten das Rezept hin, ich soll den Hering einlegen, sie haben den Hering eingelegt. Und wenn beides gleich schmeckt, haben die gesagt, dann kriegen sie das Rezept. Und so ist es auch passiert, wir waren gut, wir haben das so hingekriegt und seitdem haben wir das Rezept. Also das weiß bloß ich und ich rühre sie auch selber an, das wissen nicht mal meine Verkäuferin. Und ja, so erstmal wird es so bleiben. Beim Familientreffen der Bismarcks ist er immer dabei. Mit seinem Fisch, den auch andere Prominenz zu schätzen weiß. ...1936. Segel setzen auf der ersten Gorch-Fock. 240 Mann Besatzung, 180 von ihnen Kadetten. 6 Jahre lang ist der Dreimaster der Stolz der Kriegsmarine. Ihr Schulschiff. Bis zum Zweiten Weltkrieg. Kadetten sind auf diesem Schiff nur noch Geister der Vergangenheit. Denn es liegt fest verteut als Museumsschiff in seinem alten Heimathafen Stralsund. Das Schiff war hier zum Ende des Zweiten Weltkriegs stationiert und hat hier noch bis in den letzten Kriegstagen Kadetten ausgebildet und ist dann von der Wehrmacht hier im Strelasund in Sichtweite hier vor der Insel Rügen versenkt worden und 1947 wieder auf Anordnung der russischen Militäradministration in Deutschland gehoben worden und war dann 1950 wieder segelfertig als Towarisch, als Segelschulschiff.
für die Sowjetunion. Und als man das Schiff wieder aufgebaut hat nach dem Krieg, hat man natürlich alles Material verwendet, was man hatte in dieser Materialknappheit. Unter anderem auch diesen Messingreifen, der also die Teile des Steuerrads zusammenhält eigentlich. Und den hat man umgekehrt montiert. Das heißt, unsere russischen Freunde sind also 50 Jahre lang mit dem Schiffsnamen spazieren gefahren und mit der Losung Gott mit uns. Auf der Tovarisch, was Genosse heißt. Jetzt hat die Bark ihren alten Namen wieder und gehört dem Verein Tall Ship Friends. Ein Museum, das man sogar entern darf. Mit Idealismus und ehrenamtlichem Fleiß haben die Freunde ihren Windjammer vor dem Untergang bewahrt. Nun ist ihr größter Wunsch, dass es wieder segeln wird. Ein Traum für einen so alten Segler. Sie wissen es vielleicht, sie sind teuer in der Anschaffung, teuer im Unterhalt. Gebraucht wird man sie auch ganz schlecht wieder los. Aber man kann sie auch sehen, verlieben. Eine Brücke führt über die Meerenge Strelasund zur Insel Weltrübens. Ein Labyrinth aus Halbinseln, Lagunen und Meeresbuchten. Die Johanna segelt durch die westlichen Bodden Rügens. Bodden heißen die Lagunen an der Ostsee, die von Nehrungen und Landzungen eingeschlossenen Gewässer. Außen zur Ostsee hin liegen die langen weißen Strände und die Steilküsten. Den Rugiern, einem germanischen Stamm vor 2000 Jahren, hat die Insel wohl ihren Namen zu verdanken. Nach ihnen kamen die Slawen und heute ist Rügen eine Urlauberinsel, die größte Deutschlands. Die Leuchttürme am Kap Arkona, der nördlichsten Landspitze Mecklenburg-Vorpommerns. Die Slawen hatten hier eine Burg mit einem mächtigen Ringwall. Nun droht alles ins Meer zu stürzen. In Notgrabungen versuchen die Archäologen wenigstens die Geschichte zu retten. Einer Burg, die im Zentrum der südwestlichen Ostsee stand, mit weitem Rundblick. Das heißt, wir haben eine sehr exponierte Fläche, 45 Meter über dem Meeresspiegel. Und dass das für die Slawen natürlich ein faszinierender Ort war, das kann jeder verstehen, der hier ist, der hier war. Und dieser Ort ist heilig gewesen, wahrscheinlich von Anfang an mit der slawischen Einwanderung im 9. Jahrhundert. Die Bedeutung des Ganzen stieg dann irgendwann auch an, vermutlich im 10. Jahrhundert, war es dann auch überregional bedeutend als Heiligtum. Gewidmet dem Gott Svantevit. Die Burg Arkona, ein Tempel und mehrere Gebäude nur aus Holz und Lehm gebaut. Weshalb die Grabung jetzt so mühsam ist. Nur wenig ist übrig. Fragmente von Schwertern, Schilden oder Wikingerbroschen. Kleinkram eben. Jede einzelne Münze, jedes einzelne Stück erzählt Geschichte. Und vor allem ist es nachher die Summe dieser vielen kleinen Stücke, die natürlich was aussagen. Mit den Pfeilspitzen kann ich natürlich sehen, dass wir hier vermutlich einen Überfall hatten oder mehrere Überfälle der Skandinavier, der Dänen. Wir wissen, wo diese Pfeilspitzen herkommen. Eine einzige sagt dazu nichts, aber wenn wir jetzt über 300 haben, so wie hier, dann spricht das schon für einen doch bedeutsamen Überfall oder mehrere Überfälle des 11. Jahrhunderts, von denen wir bisher aus schriftlichen Quellen nichts wussten. Den heiligen Tempel fanden die Archäologen direkt an der überhängenden Klippe. Eine lebensgefährliche Spurensuche. Jederzeit droht ein Abrutsch. Kein Schritt ohne sicherndes Seil. Aber die Mühe lohnt sich. Also hier ist eine Perle, eine Millifiori-Perle aus Glas, die aus dem 9. Jahrhundert stammt. Und das ist ein Denar, ein Pfennig von Graf Bruno von Friesland aus dem 11. Jahrhundert, die uns dann bei der Zeitstellung dieses Objektes helfen. Alle Funde richtig zu interpretieren, wird noch Jahrzehnte brauchen. Jetzt ist nur wichtig, so viele wie möglich zu sichern, bevor den Archäologen hier, im wahrsten Sinne, die Geschichte ins Meer rutscht
vom letzten Heiligtum seiner Art im westlichen Mitteleuropa. Noch sicher vom Steilufer entfernt, der Peilturm am Kap Arkona. Als Seefunkfeuer hat er längst ausgedient. Nun brennt unter seiner Kuppel ein anderes Feuer. Das Funkeln der Sonne in edlen Steinen. Niels Peters arbeitet hier an kleinen Kunstwerken, oft kombiniert mit eigenen Funden vom Ostseestrand. Also wir haben hier einige sehr interessante Fundstücke. Ein Bernstein vom Strand, hier haben wir einen Donnerkeil und das ist eine Ostseekoralle. Und ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass das in Kombination zu einem Halsschmuck gearbeitet werden kann. Vielleicht, dass man die Koralle hier in den Bernstein noch einschleift und dann wird das ein sehr schönes Schmuckstück. Sonnenschmuck nennt er sein Werk treffend. Im alten Marinepeilturm, der den Schiffen einst die Richtung wies, sicher um das Kap Arkona herum. Am Fuße der Steilküste Arkonas liegt das Fischerdörfchen Fit. Hier sollen schon die Slawen Handel getrieben haben. Gebaut in eine schmale Uferschlucht, kann man Fit nur per Fahrrad oder zu Fuß erreichen. Und das ist das größte Naturschauspiel auf Rügen, seine Kreidefelsen. Am berühmtesten der Königsstuhl im Nationalpark Jasmund, turmhoch über dem Meer. Erosion lässt diese Küste seit Jahrtausenden schrumpfen, gut 30 Zentimeter jedes Jahr. So wird sich auch irgendwann das Wahrzeichen Rügens, der Königsstuhl, hier in der Brandung auflösen. Die Kreide ist ein sehr weiches Sediment, welches hier durch die Witterung und durch das viele Wasser, was hier ranschlägt, ständig feucht ist, sodass man dieses Material dann zwischen den Fingern zerreiben kann. Wann und wo das nächste Mal etwas abbricht, das kann keiner vorhersehen. Und deswegen ist der Aufenthalt in diesem Bereich unterhalb der Klippen extrem gefährlich. Je frischer der Abbruch, desto weißer strahlt die Kreide. So ist letztlich das, was die Klippen schön und einzigartig macht, ihr Untergang. Die Nationalpark-Ranger haben ihr Cliff ständig im Auge, aber immer aus sicherer Entfernung. Direkt an der Uferlinie steht hier der Königsstuhl mit seinen 118 Metern Höhe als markanter Felsen. Und man sieht von dieser Stelle, wie die Erosion sich eine tiefe Rinne schon in diesen Felsen hineingenagt hat. Und das ist nur Regen, Frost und der Wind, der ihn jedes Jahr ein kleines Stückchen kleiner macht. Und irgendwann brechen dann noch einzelne Teile davon ab. Es ist auch gar nicht möglich, solches Sediment in irgendeiner Form zu sichern. Wenn man Küstenschutz in bebauten Bereichen realisiert und hier den Besuchern diese imposante natürliche Küstenlandschaft zeigt, dann ist allen gerecht geworden. Seit 1926 schon steht die Kreideküste von Jasmund unter Schutz. Im Inselinneren aber wird die Kreide abgebaut. Seit Jahrhunderten. Erst als Düngemittel und Brandkalk, später für die Zementherstellung. Heute kennt man vor allem die Rügener Heilkreide, tief abgegraben vom Grund eines Urzeitmeeres. Was eine Exkursion in den alten Kreidebruch zu einer Zeitreise macht. Es gab ein Kreidemeer vor ungefähr 68 Millionen Jahren, da wo heute Madrid und Ankara liegen. Und dort hat sich die Kreide oder die Schreibkreide als biogenes Sediment abgelagert. Das heißt, Lebewesen haben den Kalk aus dem Wasser aufgenommen, ihre Schalen und Gehäuse gebaut und wenn sie abgestorben sind, ist dieser Kalk zu Boden gesunken. Deswegen ist er sehr rein. Und dann ist das Ganze mit dem Kontinent hier hochgedriftet und liegt nun heute da, wo wir heute stehen.
Fast jeder Krümel hier im Kreidebruch war Teil eines urzeitlichen Lebewesens. Die meisten mikroskopisch klein. Es gibt aber auch gut erhaltene große Einschlüsse und Versteinerungen. Von Muscheln, Seeigeln, Moostierchen oder Donnerkeilen. Das ist ja echt klasse. Das werden wir heute Abend wissen. Ja. Genau. Ein Armfüßer, keine Muschel. Hier im Inneren ist direkt ein Scharnier. Also ich habe Stücken, wo ich die Kreide rauspräpariert habe, die man nach 68 Millionen Jahren immer noch auf und zu machen kann. In jedem Kreideklumpen kann ein kleiner Schatz verborgen sein. Man sollte nur wissen, wonach man sucht. Als ich so am Strand war und habe hier die ersten Urlaube gemacht, habe ich sogar mal einen Seeigel gefunden und habe den Seeigel weggeworfen, weil ich gar nicht wusste, was das ist. Ich habe den Stein gesehen und habe so gedacht, hat sich einer einen Scherz erlaubt, ne, weil der so punktiert war. Und weil ich nicht wusste, was das war, habe ich es weggeworfen. Das wird mir heute nicht mehr passieren. Das Kreidemuseum Gummerns sitzt in einem alten Kreidewerk. Es erzählt von den Tieren im Urzeitmeer bis hin zur Geschichte des Abbaus auf Rügen. Und beherbergt eine große Sammlung. Viele Exponate hat Manfred Kutscher selbst präpariert. Aus dem Sammler ist ein Kreideexperte geworden. Man kriegt also Dinge zu sehen, die manchmal noch nie jemand vorher gesehen hat. Und wenn man hier sitzt und die Kreide nicht sammelt, na Gott, was soll man denn dann sammeln? Da muss man wirklich nur Briefmarken sammeln. Die Kreide ist berühmt. Geadelt aber wurde das, was auf ihr wächst, der Buchenwald. Die UNESCO hat ihn zum Weltnaturerbe erklärt, weil die Buche so typisch und dominant ist für diesen Kontinent. Aus dem Totholz wächst ein neuer Spross. Der Waldkreislauf hier im Nationalpark Jasmund ist er seit langem ungestört. Für einen Europäer ist das ein schöner, uralter Buchenwald. Doch für den Rest der Welt ist er einzigartig. Die Steilküste Jasmunds reicht um die Halbinsel herum bis nach Sassnitz. Früher der zweitgrößte Fischereihafen der DDR. Und dahinter liegen die mondänen Badeorte Rügens. Neu aufgebaut, nach historischem Vorbild, die Seebrücke von Selin. Baden in der Ostsee hat eine lange Tradition. So wurden aus kleinen Bauern- und Fischerdörfern schicke Seebäder. Als die ersten Badegäste nach Binz kamen, gab es noch keine Hotels. Also sattelten mutige Dörfler um und bauten die ersten Pensionen, die sogenannten Logierhäuser. Und diese Logierhäuser musste man preiswert bauen, man hatte nicht so viel Geld. Also nahm man einheimische Ziegel, die waren ein wenig anfällig, was die Feuchtigkeit betraf. So wurden sie verputzt und diese abgeputzten Kastenbauten, die wurden dann, weil sie freundlich grau waren, angestrichen. Wir sind auf Rügen, hier gibt es Kalk ohne Ende und so hat man also sein Haus, wie sagt man Volksmund, Appel und Nei, konnte man sein Haus anstreichen. Weiß wie Kalk und Kreide. Aufgehübscht mit Balkonen, Erkern und Türmchen. Ganz nach Fantasie und Geldbeutel der Bauherren. Das ist die Bäderarchitektur. Das Südostende Rügens. Mönchgut heißt diese nach Westen hin zerklüftete Halbinsel. Ihre sanften Hügel tief verzahnt im Meer. Mit kleinen Dörfern, Nährungshaken und verträumten Buchten. Um die Seeseite Mönchguts herum segelt die Johanna in den Greifswalder Bodden hinein. Die große Lagune zwischen der Südküste Rügens und dem Festland. Ihre Crew will nach Gaga, ein altes Fischerdorf auf Mönchgut. Ja.
Schon im Mittelalter lebten die Menschen auf dieser Halbinsel vor allem von Landwirtschaft und Fischfang. Und noch heute prägen die kleinen Küstenfischer hier den Alltag. Eine recht ursprüngliche Welt. Und deshalb auch unter besonderem Schutz. Im UNESCO-Biosphärenreservat Südostrügen. Der perfekte Ort für die Nacht. Die Johanna liegt sicher und fest. Halbzeit auf dieser Reise. Und der Schiffer läutet einen gemütlichen Abend ein. Im Schein seiner alten Petroleumlampe. Das ist eine ganz besondere Lampe, die ich als 25-jähriger Junge am Amrumer Strand gefunden habe. Offenbar ist sie einem Fischer über Bord gegangen. Man sieht hier noch die Inzisur mit der Abnahmenummer und auch das Datum vom 18.04.71. Am nächsten Morgen. Die Ranger vom Biosphärenreservat Südostrügen sind unterwegs zum großen Stubber. Eine Sandbank mit Steinen knapp unter Wasser. Der Lieblingsplatz seltener Kegelrobben. Naja, sie wurden halt einmal fast ausgerottet und seitdem gab es halt ein Gesetz, dass die halt nicht mehr gejagt werden dürfen. Und seitdem wird halt beobachtet, ob die sich halt wieder vermehren oder halt weniger werden. Laura Gieschel und Hannes Fischer sind Robbenbotschafter. Klar, da sehe ich doch ohne Fänger. Ja. Die beiden helfen den Rangern beim Monitoring. Und an Land erzählen sie möglichst vielen Menschen von den Brüllern der Ostsee. Für diesen Job haben sie richtig viel gepaukt. Das sind alles Kegelrobben. Zwischendurch verirrt sich auch mal ein Seehund, aber das ist eigentlich relativ selten. Sie haben einen kegelförmigen Kopf und sind eindeutig größer als Seehunde, haben eine andere Fellfärbung. Man muss immer gucken, weil oft sind viele unter Wasser. Falls einer abtaucht und wieder auftaucht, dass man ihn nicht doppelt zählt und dass man keinen vergisst, weil einer gerade unter Wasser ist, das ist schon kompliziert. Da muss man schon ein bisschen Erfahrung haben. Da hinten ist der Bulle wieder, der jetzt gerade zu hören ist. 21 Sichtungen und die Bedingungen heute vor Ort, notieren Laura und Hannes. Ihre Beobachtungen helfen, die Robben zu schützen. Der Bestand wächst wieder. Das meiste, was wir bis jetzt gezählt haben, waren 64 Tiere. Und wir telefonieren nachher noch mal parallel mit der Insel Ruhn. Und dort besprechen wir dann mit den dortigen Mitarbeitern, ob da jetzt auch Tiere liegen, damit man wirklich mal hier stationär sagen kann, was heute hier los war. Hier im Greifswalder Bodden, dem Sonnenstudio der Ostseerobben. Also für mich ist auf alle Fälle das Schönste, wenn man jetzt halt rausfährt und so wie heute die halt auf den Steinen liegen und die halt richtig sehen kann. Ja. Wow. Die Insel Film. Einst Teil von Rügen. Und heute ein Urwald mitten im Meer. Erst lebten Einsiedler hier, dann kamen Maler. Und später hunderte Besucher am Tag. Bis kein Platz mehr war fürs einfache Volk. Der Ministerrat der DDR hatte sich einquartiert. Mit Erich Honecker. Hier, im Haus Nummer 2. Viel hat sich nicht verändert. Und Wasserhähne aus Gold gab es nicht. Das Privileg war, auf Film zu sein. Heute ist die Insel Sitz einer Naturschutzakademie. Also zu meiner Kinderzeit war die Insel ja nicht betretbar. Da war sie ja von der Führungsspitze der DDR besiedelt. Also nicht für jedermann. Ein Glück, dass sie unbetretbar war, sonst wäre sie nicht jetzt, wie sie jetzt ist. Dann wäre sie zertreten, zerlaufen. So bleibt alles an seinem Platz, das kommt und vergeht auch hier.
so wie es in einem natürlichen Urwald, wie man sagt, eben ist. Seit fast 500 Jahren kein Holzeinschlag mehr. Leben und Tod der Natur überlassen. Aber Besucher dürfen wieder kommen. Allerdings nur auf geführten Touren. Und hier kann man den Kindern mal sehr schön nahe bringen, dass auch Totholz noch bewohnt ist. Also man hat hier die Kotpasteln von den Fledermäusen, die diese alte Eiche hier als Sommerquartier nutzen. Und sich hier ein paar schöne Abende machen und ein paar Kilo Mücken wegfangen, was ja auch zu unserer Gunsten ist. Ein Inselidyll mitten im UNESCO-Biosphärenreservat Südostrügen. Film gegenüber, an der Küste Rügens, der Hafen Lauterbach. Hier werden Boote gebaut, die den Namen der kleinen Insel über die Meere tragen. Robuste Allwetterjachten für das raue Klima der Ostsee. Die Geschichte der Werft begann in den 60er Jahren mit einem Motorsegler. Also damals sind die Schiffe, ich sag mal, weltweit geliefert worden. Zu DDR-Zeiten, also bis 1990. Es sind nur zwei Schiffe in der DDR geblieben und ansonsten kam die Kundschaft aus ganz Europa. Das erste Schiff wurde in London ausgestellt. Skandinavien war ein hoher Absatzmarkt und eben Westdeutschland damals. Die soliden Yachten aus Mahagoni und Eichenholz brachten Devisen für die DDR. Der Vater des heutigen Werftchefs hatte den Betrieb auf die Beine gestellt. Nur der Rumpf ist heute aus modernem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Ausgebaut wird er nach wie vor mit Holz. Bis daraus ein seegängiger Segler mit Komfort und gemütlicher Kajüte wird, braucht es Monate. Und sehr viel Liebe zum Detail. Gebaut werden die Boote auch heute noch für Segler aus aller Welt. Eines war sogar Yacht des Jahres in den USA. Eine große Anerkennung für die Männer der kleinen Bootsmanufaktur auf Rügen. Lauterbach mit seinem Hafen ist Ortsteil von Putbus, nur wenige Kilometer landein. Die weiße Stadt mit dem Rondell. Gebaut nach dem Vorbild des Circus im englischen Badeort Bath. Putbus ist die jüngste Stadt auf der Insel Rügen. Aber ihr ältestes Seebad. Gegründet 1810 als fürstliche Residenz von Wilhelm Malte I. Der hat dann mal einen Erlass gemacht, dass Bürger, er würde das Land und das Grundstück zur Verfügung stellen und dass Bürger sich hier ansiedeln könnten. Es müssten aber weiße Häuser sein und Rosen vor den Häusern. Und das hat er hingekriegt. Der Fürst zu Putbus entstammte einem uralten slawisch-rügenschen Adelsgeschlecht. Er war Kreidefabrikant, ließ Schiffe bauen und förderte die Kultur. Und seine Stadt. Und die erwacht gerade wieder aus ihrem Dornröschenschlaf. Das alte Badehaus strahlt bereits wie neu. Und auch das Schloss auf der Granitz. Den bewaldeten Höhenrücken, wohin der Fürst vor 200 Jahren zum Jagen ging. Dieses Schloss war ein gesellschaftlicher Hotspot auch, denn wir lesen zum Beispiel im Gästebuch von Kaiser Wilhelm, wir lesen das preußische Königshaus, Norwegen, Schweden und auch ein Paradies. So schreibt zum Beispiel Friedrich Wilhelm IV. An den Fürst,
dass er unbedingt nach Rügen kommen muss, weil ja Wilhelm Malte zu Putbus das Unglück hätte, an einem so schönen Ort zu sitzen. Und dann hat er auch noch das Ungeschick gehabt, das zu einem wahren Paradies zu machen. Und so schreibt der König, so müssen wir bei ihnen landen. Die Fürsten zu Putbus waren über Generationen hinweg leidenschaftliche Jäger. Und ihr Revier galt als eines der besten in Norddeutschland. Man muss nur den Mittelturm erklimmen, über die freitragende Wendeltreppe mit ihren 154 gusseisernen Stufen, und das Jagdrevier der Fürsten liegt einem zu Füßen. Die Granitz, der Waldrücken mit dem Schloss obenauf. Es ist wirklich erstmal nur für die Jagd gedacht gewesen. Also die Gäste kommen hierher, waren vielleicht für ein, zwei Tage im Erdgeschoss untergebracht, Gesellschaften, auf die Jagd reiten mit dem Fürst zu Putbus und dann aber alle auch wieder weg. Und dann ist das Schloss wieder für sich. Wie heute, wenn das Museum schließt. Eigentlich einer der schönsten Momente hier. Es kehrt langsam Ruhe ein zum Abend. Die Johanna auf dem Greifswalder Bodden, die Insel Rügen Achtern, das Festland voraus. Während Wilhelm den Kurs hält, spielt Gerald den Smoothie unter Deck. Bei dem Wetter heute sind es bis Greifswald 3 Stunden gemütliches Segeln. Durch ein modernes Sturmflutsperrwerk geht es in den Rück hinein. Ein kleiner Fluss und der Schifffahrtsweg in die 5 Kilometer landeinliegende Hansestadt Greifswald. Wiek heißt dieser Ort. Für die Küstenfischer war er als Schutzhafen lange sehr wichtig. Die Holzklappbrücke wird bis heute per Hand bedient. Wiek gehörte mal dem Kloster Eldena am Südufer des Rück. Seine Ruine inspirierte viele Künstler. Caspar David Friedrich malte sie oft und manchmal auch in ganz andere Landschaften Europas hinein. Im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald kann man seine Sicht auf seine Heimat wiederfinden. Der Greifswalder Marktplatz, wie er ihn kannte. Greifswald gehörte zu den ersten Hansestädten. Und viele Spuren der folgenden Jahrhunderte sind heute wieder aufpoliert. Auch das Elternhaus von Caspar David Friedrich. Er galt als moderner Maler. Viele seiner Bilder konstruierte er geradezu. Skizzen halfen ihm dabei. Er schreibt sich auch ran oder kennzeichnet sich einfach den Lauf der Sonne. Also hier die Sonne dann wirklich, hier geht sie unter, dann hat er hier die Morgenposition, die Abendposition gekennzeichnet. Er hat eine Quadratur in seinen frühen Arbeiten mit darauf. Das gibt ihm einfach später die Möglichkeit, das proportional einzelne Teile oder die ganze Zeichnung zu vergrößern. Und er staffelt die Linien ganz fein übereinander. Also er hat ganz wenige Linien in dieser Zeichnung drin. Und damit schafft er wirklich das Typische, was eigentlich für den Norden ganz besonders ist, wirklich diesen weiten Blick. Das schafft er in seinen Zeichnungen zu bannen. Seine Familie lebte hier um 1800 vom Seifensieden und Kerzenziehen. Das Geschäft lief gut. Ihre Seifen exportierten sie per Schiff bis nach Skandinavien und Amerika. Caspar David war das 6. von 10 Kindern und musste mithelfen. Bekam aber von seinem Vater eine Kunstausbildung finanziert. Die Werkstatt übernahmen später seine Brüder. Damals gossen sie die Lichte aus Talg in Glasformen, so wie heute noch. Hier im Friedrichhaus. Friedrich hat früher 2 Sortenkerzen hergestellt. Einmal die Altarkerzen, die waren aber allerdings so lang, denn er hat hier die 3 großen Kirchen mit Altarkerzen beliefert, und einmal die Haushaltskerzen. Die Haushaltskerzen wurden aber auch nicht immer angezündet, nur zu bestimmten Zeiten, wenn Geburtstag war oder Weihnachten oder wenn sie abends einen Brief geschrieben haben. Ansonsten waren sie sehr sparsam, sind früh ins Bett gegangen und sind auch früh wieder aufgestanden.
wenige Kilometer östlich von Greifswald. Die Nordspitze Usedoms, wo der Peenestrom in die Ostsee mündet. Ein schmaler, sich schlängelnder Meeresarm, der die Insel Usedom vom Festland trennt. Hier, an der Nordspitze Usedoms, stand während des Zweiten Weltkrieges eines der modernsten Technologiezentren der Welt. Die Heeresversuchsanstalt Peenemünde. Für manche heute die Wiege der Raumfahrt. Errichtet nur zu einem einzigen Zweck. Zur Entwicklung und Erprobung neuer Waffentechnologie. Die bekannteste ist natürlich die Rakete, das Aggregat 4, dann im Kriegseinsatz die Vergeltungswaffe 2 genannt. Das ist die erste funktionsfähige Großrakete der Welt und damit auch das erste menschgemachte Objekt, das je den Weltall erreicht hat. Die Reste einer Rüstungsstadt aus mehreren hundert Gebäuden. Gesprengt nach dem Krieg. Bis zu 15.000 Menschen täglich arbeiteten hier. Wissenschaftler, Ingenieure und tausende Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge. Eine riesige, menschenverachtende Maschinerie für die Raketenproduktion. Und auch die Forschung hatte industriellen Fließbandcharakter. Tausende Menschen beteiligt an einer Erfindung. Das war neu. Und dieses Monströse des Nationalsozialismus sieht man hier in diesen Gebäuden. Und mit diesem Fließbandcharakter ist natürlich auch ein Stück Verlust von Verantwortung verbunden. Ich bin nur ein Rädchen im System. Und darüber kann man sich natürlich der Verantwortung für das, was man tut, auch ganz bequem entziehen. Wie dicht beieinander damals Nutzen und Risiken von Wissenschaft und Innovation lagen, das sind die Themen hier im alten Kraftwerk, dem Historisch-Technischen Museum Peenemünde. Usedom, die Sonneninsel Deutschlands. Zwei Brücken führen vom Festland hinüber. Ziel der meisten Besucher ist der Strand. Über 40 Kilometer am Stück. Die komplette Seeseite der Insel. Auf ihrer Binnenseite eine große Lagune, die Achterwasser heißt. Mit Halbinseln und verträumten Buchten. Selbst zur Hochsaison findet man hier im Hinterland noch viel Ursprüngliches. Früher kamen die Touristen vom Festland vor allem mit der Eisenbahn, über die Hubbrücke Canin. Nach dem Krieg zerstört, blieb nur dieser Koloss mitten im Strom stehen. Heute ein technisches Denkmal. Wie damals locken vor allem die drei Kaiserbäder hierher. Ahlbeck, Bansin und Heringsdorf. Die Seebrücke in Ahlbeck ist die älteste Deutschlands, das Wahrzeichen Usedoms. Seit 1882 an ihrem Platz, dem oft rauen Seewetter und Eisgang trotzend. Ein neuer Captain hat hier das Ruder übernommen. Ich habe Sommersaison in Griechenland gemacht, ich habe Wintersaison in den Alpen gemacht. Ich habe viel, viel erlebt. Und was kann es Besseres geben, als die älteste Seebrücke Deutschlands zu übernehmen und die als Gastronom zu betreiben? Jeder kennt in Deutschland, näher an der Ostsee wie wir geht eigentlich auch nicht mehr. Es macht irrsinnig Spaß, täglich da das Wetter draußen zu sehen und direkt über der Ostsee das Rauschen. Es ist für mich, ich würde sagen, der schönste Arbeitsplatz der Welt eigentlich. Der Badebetrieb begann hier vor 200 Jahren. Es folgten Logier- und Kurhäuser, Hotels und Badeanstalten. 1907 zählte Ahlbeck schon 16.000 Badegäste, darunter viel Prominenz und Adel. Auch Seine Majestät, Kaiser Wilhelm II. Ja. Hallo!
seltene Weltattraktion. Heute der Ehrengast auf den Heringsdorfer Kaisertagen. Und wer Lust hat, schließt sich seinem Gefolge einfach an. Natürlich ordentlich in Schale geworfen. Im Kleiderfundus des Usedomer Kleinkunstvereins. Das ist ganz gut. Jetzt kann man es verstehen, warum die eine Zofe brauchten. Also man belächelt das immer so, dass sie sich jemanden geholt haben zum Anziehen oder zwei. Aber es ist schon klar, jetzt alleine ist nicht. Einheimische und Urlauber auf einem Zeitsprung. Zurück in die Vergangenheit, als das Flanieren noch wichtiger war als das Bad im kalten Ostseewasser. Erst 1923 gab es die erste Freibadeerlaubnis. Endlich durfte man auch außerhalb der Badeanstalten ohne Blickschutz ins Meer schwimmen gehen. Badekarren waren out. Jetzt kam die Bademode. Und hingucken war gewollt. In den 40er Jahren kam es doch sehr auf die Wolle drauf an. Diese Dame zeigt uns aus den 40er Jahren ein italienisches Modell. Pure Wolle mit wunderschön gehäkelten Trägern. 50er Jahre waren ja angesagt mit sehr viel Farbe, mit angesetzten Röckchen. Also das war eine ganz tolle Mode, die 50er Jahre. Und ich glaube, wenn das so weitergeht, die 50er Jahre, kommen irgendwann mal wieder solche tolle Kleidung. Und dieser tollen Kleidung rennt Jürgen Kraft mit Eifer hinterher. Er sammelt Bademoden. Ja, manche sagen, es ist vielleicht ein verrücktes Hobby. Irgendwie mal hatte ich im Wühlen vom Wäscheschrank von meiner Oma einen alten Elastikbadanzug gefunden. Und habe ich gesagt, oh Gott, wie hässlich ist der bloß. Ne? So, und habe gesagt, und im Endeffekt aber habe ich mir gesagt, Mensch, hässlich, aber vielleicht irgendwann mal finden den bestimmte Leute auch sogar schön. Das war so ein bisschen so eine Initialzündung. Und dann habe ich überlegt, Mensch, jetzt könnte man vielleicht mal auf irgendwelche verrückten Badeanzüge mal oder nach verrückten Badeanzügen mal Ausschau halten. Ne? Und dann interessiere mich auch für die Geschichten, die an den Badeanzügen hängen. Und das sind ganz tolle Geschichten mit dabei. Und ich denke mir, es ist Tradition und Geschichte. Und Tradition und Geschichte passt ja eigentlich auch ganz gut im Prinzip zu diesen Kaiserbädern. Ne? Die Crew der Johanna hat das Achterwasser erreicht. Die große Lagune des Peenestroms. Eigentlich geschützt zwischen Festland und Insel. Und doch tückisch. Und flach mit vielen Untiefen. 2,6, die 2,9 Licht an, 3,0. Viel Wind für die Johanna. Ein ungemütlicher Turn. Schiffer Wilhelm sucht Schutz in einem der Häfen. Die gibt es nur an den inneren Gewässern. Ein Handicap, mit dem die Fischer auf der Seeseite Usedoms seit Jahrhunderten kämpfen müssen. Die Boote der Strandfischer liegen auf Sand, den die Ostsee anspült. Unentwegt. Toll für die Badegäste, blöd für die Fischer. Ein Hafen würde hier ständig versanden. Bleibt nur der salzwasserrobuste Traktor und ein starker Diesel im Kutter. Für den Ritt über die Sandbänke und durch die Brandung. Geschafft. Zweimal am Tag geht das so. Abends bringen sie die Netze raus und morgens den Fang rein. Im Frühjahr Hering, dann Aal und Dorsch und im Sommer vor allem Steinbutt und Flunder. Ihr Fangplatz mit den Stellnetzen ist schon in Sicht. Sie müssen fast 1,5 Kilometer Netz einholen. Viel Arbeit. Doch Familie Krüger will festhalten am alten Handwerk. Auch wenn ihnen die Quotenregelung das heute schwer macht. Alleine von der Fischerei kann man hier nicht mehr existieren. Wir haben nach der Wende, wo unsere Genossenschaft an Insolvenz ging, haben wir unsere Fischerhütte aufgebaut und vermarkten unseren Fisch alleine. Ein guter Tag zum Fischen heute. Allerdings sind die Krügers die einzigen hier draußen.
denn die kleinen Küstenfischer drohen auszusterben. Früher waren wir 200 Fischer in Alvik und heute sind in Mecklenburg-Vorpommern noch 270 Fischer. Es ist so, wir wollen die Tradition erhalten. Wir haben uns auch noch mal ein Holzboot bauen lassen. Ich hoffe ja, dass mein Enkelsohn auch noch mal den Beruf weiterführen wird. Dann wäre es ja mittlerweile die 8. Generation. Also wir sind schon durch und durch Fischer, ne? Und leben eigentlich für diesen Beruf. Aber hat er überhaupt noch eine Chance, den Beruf auszuüben? Ein Gewitter zieht auf. Jetzt schnell zurück zum Strand. Denn Gewitter heißt auch Wind und Wind wühlt das Meer auf. Man muss als Strandfischer immer die Brandung mitberechnen. Ne? Man kann nicht bei jedem Wetter fahren. Wenn man aus einem Hafen rausläuft, dann ist es kein Problem. Aber du musst immer ab und ran an Land, wieder durch die Brandung. Ne? Und die ist heikel. Auch wenn die Fischer jeden Stein unter Wasser und jede Sandbank kennen. Viele Boote sind hierbei schon quergeschlagen und gekentert. Ein Strandfischer landet seinen Fang an. Das war mal der Alltag hier auf der Insel. Zur gleichen Zeit in Zinnowitz. Alarm bei den Seenotrettern. Der Hecht muss ins Wasser. Auch das Boot der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger hat keinen Hafen. Nur eine Garage wie die Feuerwehr. Ein Einsatz auf der Ostsee im Norden der Insel. Diesmal nur eine Übung. Wir sind innerhalb von 20 Minuten am Strand und demzufolge auch recht schnell im Wasser. Es ist gar nicht mal so selten, dass hier einer bei schwerer See wie auch immer über Bord geht. Und ja, dann sind wir zur Stelle, hoffentlich rechtzeitig. Ein Katamaransegler ist gekentert. Die Männer haben auch schon Fischern und Schiffern aus der Not geholfen, Badegästen und Anglern. Hier auf der Ostsee und auch binnenwärts im Achterwasser. Zwei völlig unterschiedliche Einsatzreviere. Da ist der Katamaran, absichtlich gekentert. Von Profis aus der Segelschule am Strand. Die perfekten freiwilligen Opfer für die Seenotretter. Sie trainieren oft zusammen, denn Routine ist wichtig. Und jetzt schnell zum Land. Flach gebaut, mit Jetantrieb, braucht der Hecht nur wenig Wasser unterm Kiel. Mit der Bergeplattform voraus kann er den Geretteten direkt am Strand absetzen. Nun muss nur noch das Rettungsboot zurück in die Garage. Mit Schmackes. Was soll man machen ohne Hafen? Ab jetzt wird's aufwendig. Der Hecht soll rückwärts auf den Trailer. Bei Alarm muss er mit dem Bug voraus starten können. Sandkastenspiele. Erstmal weg vom Wasser und dann drehen. Bootfahren, Bergung und erste Hilfe. Seenotrettern wird viel abverlangt. Wir machen es auch in mehreren Generationen, familienmäßig schon. Ja, und die Mannschaft ist eigentlich alles Freiwillige. Wir haben im wahren Leben doch einen Job. Ja, warum macht man das? Man hat da irgendwie ja, eine Zufriedenheit, eine innerliche Zufriedenheit. Und es ist schon schön, wenn man sieht, jawohl, man hat ihnen geholfen und da kommt ein Lächeln zurück bei den Leuten. Das ist schon schön. Vorüber der Sturm der letzten Tage. Er hat den Grund der Ostsee aufgewühlt,
hier vor Usedom. Bernsteine könnten nun angespült werden. An solchen Tagen ist Thomas Reich mit seinem Kescher unterwegs. Er ist Bernsteinfischer. Zugegeben, heute hat er ein wenig geschummelt. So viele Brocken gehen nur selten auf einmal ins Netz. Für mich ist es schön, wenn ich Bernstein jagen gehe, dann bin ich dabei. Dann bin ich echt dabei, dann ist auch alles andere uninteressant. Und dann konzentriere ich mich auf die Jagd nach den Tränen der Götter. Und das ist für mich eigentlich so mit einer der schönsten Freizeitbeschäftigungen. Seit 40 Jahren jagt er schon. Da hat sich viel angesammelt. In seiner Werkstatt macht er etwas draus. Zumindest aus den meisten Steinen. Gibt schon so 2, 3 Lieblingssteine, die ich habe. Die gebe ich nicht her. Die schwersten, die gebe ich eh nicht her. Das ist dann, ja, immer so eine Sache. Das ist so, da freut man sich so doll, wenn man so einen richtig, also man freut sich zu jedem Stein. Aber wenn der Stein dann schon über 100 Gramm hat, dann ist das schon mal was Seltenes. Und dann, nee, da hängt dann das Herz doch noch ein bisschen dran. Mit baltischen Bernstein wird seit Jahrtausenden gehandelt. Überall auf der Welt. Als Schmuck, Brenn- und Heilstein. Man wog ihn mit Salz auf und mit Gold. Der Stein hat noch Verwitterungskruste obendrauf. Die, wenn wir die dann wegschleifen, wird er auch sehr schön blank werden und ist auch ein ordentlicher Brocken. Brocken, aus denen der Sammler Schmuck und Skulpturen kreiert. Kombiniert auch mit Treibholz und Fossilien vom Strand. Genau genommen ist Bernstein ausgehärtetes Harz. Ein weiches Material, das sich leicht bearbeiten lässt. Ich mag den Geruch beim Schleifen hier. Das ist ganz eigen. Der hier riecht schön würzig, so ein bisschen leicht nach Zitrone. Andere Steine riechen dann nach Omas Hustenbonbon. Bei dem Stein habe ich jetzt nur eine Seite scharf anpoliert. Der Rest ist, oder beim Rest habe ich versucht, den so roh zu belassen, wie er war. Man sieht hier noch schön die Verwitterungskruste. Ich finde es schön, wenn so ein bisschen Natur erhalten bleibt und das Ding nicht aussieht, als ob es jetzt gerade aus der Fabrik kommt. Vor Millionen Jahren aus wunden Nadelbäumen geflossen, dann tief im Grund der Ostsee verschüttet und nun wieder aufgetaucht. Die Tränen der Götter. Das Baltische Meer. Seit Jahrtausenden hält es die Menschen in seinem Bann. Im Land zwischen Belt und Bonn.